gucken uns jetzt nochmal an, wie man das Ganze lädt. Und dann schalten wir das Teil mal ein. Stecker, USB rein. Also ich habe jetzt mal den Dreier genommen. So. Und jetzt kommen wir nämlich zu dem Fall, was ich gerade gesagt habe, dass ja hier diese kleine Nase drin ist. Hier oben ist sie da, vor meinem dreckigen Fingernagel. Da. Und die kommt jetzt hier rein. Also, Pinökel abdrehen. Ne? Wie ihr das löst, wisst ihr sicherlich. So, zur Seite klappen. Und jetzt gucken wir, aha, die Nase muss nach unten. Das ist jetzt wie zu Hause. Keine Gewalt, sondern schön sanft einführen. Und jetzt könntet ihr noch, wenn ihr wollt, das Ganze festziehen, damit, wenn ihr über das Kabel stolpert, die ganze RC durch die Gegend fliegt und nichts abreißt. So, meins ist jetzt also drin und fest. Und das könnte jetzt in die Steckdose, aber ich will ja noch den Clip dran machen und auch die Kopfhörer. Für die Kopfhörer ganz einfach, das kennt ihr noch, befindet sich hier unter der RC, Remote Control, würde ja auch passen, eine Abdeckung und da können wir dran ziehen. So, jetzt geht das ganze Ding auf und dieser Uralt-Anschluss kommt und dafür ist schon mal einer von den beiden, der kommt jetzt hier rein. Zack, das heißt, wenn wir gleich Saft drauf geben, werden die Kopfhörer auch geladen. Und jetzt kommt der Ladeclip, den ganz viele verlieren. Ich auch. Ich habe auch schon einen verbaselt damals. Und hier ist jetzt der andere Stecker für. Den schließen wir gleich an. Denn das Wichtigste bei der Geschichte ist jetzt, den richtig rum anzuschließen. Weil da gibt es immer wieder Spezies, die das falsch machen. Und zwar sehen wir hier, die Gabelung ist breit. Seht ihr, ne? Warte mal. So. Das ist breit. Und hier vorne ist schmal, wenn der doofe Fokus mal mitmachen würde. So, also hier ist schmal und hier ist breit. Und das spiegelt sich auch hier in dem Adapter wieder. Warte mal. So, also ne, wir sehen hier schmal und breit. Und jetzt könnt ihr einfach das Ding klippen und dazwischen schieben. So. Und am besten könnt ihr euch das merken, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass der Anschluss für das Mini-USB-Kabel innen zur Spule liegt, nach innen zeigt, zur Mitte zeigt. Ne? So, und wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, dann sollte gleich alles anfangen zu leuchten. Das heißt, wir stecken jetzt das Kabel da noch drauf. Zack, und jetzt stecken wir das mal in eine Steckdose. Wie du sehen kannst, meine Spule lädt, die Kopfhörer laden und meine wunderschöne RC lädt auch.